Die erste Station der Fertigung ist das Setzen der Flügelteile am losen Stab. Dieser Herstellungsschritt ist in das Bearbeitungszentrum für Flügelprofile integriert. Digital gesteuert nimmt sich der Automat Beschlagteile aus den Magazinen und setzt sie in den losen Flügelstab ein. In diesem Fall ein Getriebe und ein Zwischenstück. Ein Mittelverschluss. Beziehungsweise ein Scherenstulp. Zeitgleich setzt die Maschine im Bearbeitungszentrum für Blendrahmenprofile die Schließfläche und das Kipplager am losen Stab. Die Bauteile werden über Rüttelförderer zugeführt. An den Setzgreifer übergeben. Und dann gesetzt und verschraubt. Nach dem Schweißen und Verputzen der Blendrahmen werden die Bandseitenteile am fertigen Blendrahmen montiert. Mit modernster Lasertechnik vermisst der Automat die Rahmenecke des Blendrahmens, bohrt mit einem 6-Spindel-Bohraggregat, setzt und verschraubt das Ecklager. Als nächstes erfolgt das Umlegen des Ecklagerbolzens. Analog erfolgt das Setzen des Scherenlagers. Auf dieser Maschine können auch Anuva-Lager verarbeitet werden. Zurück auf der Flügellinie. Vom Programm sicher gesteuert, setzt die Maschine das Eckband, bei einfachen Drehflügeln auch die Anuva-Bänder. Eckbänder werden dem Magazin entnommen und in die Bohrungen am Flügelrahmen eingesetzt. Das gleiche nochmal in der Detailansicht. Alternativ bei einfachen Drehflügeln das Eindrehen der Anuva-Bänder. Nun komplettiert der Automat die am losen Stab vormontierten Langbauteile mit den entsprechenden Eckbauteilen. Im ersten Teil dieses Produktionsschrittes werden die Kippverriegelung und die bandseitig obere Umlenkung gesetzt. Im zweiten Schritt folgen sämtliche anderen Eckbauteile. Die präzise eingestellte Steuerungssoftware leitet die Maschine an, ein ablenkbares Bauteil in die Stanze einzulegen. Das Element exakt abzulängen und es an den Setzgreifer zu übergeben. Dieser setzt das Beschlagteil in den Flügel ein. Alternativ ein linear zu fügendes Bauteil. Zu guter Letzt erfolgt simultan auf zwei Achsen die Komplettverschraubung sämtlicher Bauteile. Zuerst das Eckband. Anschließend alle Bauteile in der Beschlagnut. Dann erfolgt der Austransport des komplett angeschlagenen Flügels in den Puffer, wo er auf das Einhängen in den Blendrahmen wartet.